Hallo und herzlich willkommen bei Radio Kaktus. Wir empfangen hier heute eine starke Frau aus der Welt der Politik. Und zwar sagen wir herzlich willkommen zu Maria Kleinschmank. Schön, dass Sie da sind, Frau Kleinschmank. Wir freuen uns sehr. Ja, auch ich freue mich sehr. Frau Kleinschmank, Sie sind ja Mitarbeiterin im Bundestag, Gesundheitssprecherin und vor allem auch eines, Sie sind nämlich Münsterländerin. Wie hat denn vielleicht Ihr Mandat im Bundestag den Blick auf die Stadt Münster doch verändert? Also ich bin ja nicht Mitarbeiterin, sondern Abgeordnete für die Grünen im Bundestag und war lange vorher ja auch im Rat der Stadt Münster ehrenamtlich als Ratsmitglied und auch Sprecherin. Und ich muss sagen, der Blick auf die Stadt hat sich auf der einen Seite insofern geändert, dass ich gesehen habe, Münster ist nicht der Nabel der Welt. Aber gleichzeitig gucke ich auch immer wieder mit Stolz auf das, was wir hier in Münster leisten, weil es gibt viele Bereiche, wo man sagen kann, dass wir sehr weit vorne sind, dass wir auch einfach eine ganz, ganz starke Mitbürgerschaft haben hier in der Stadt, eine Zivilgesellschaft, die sich einmischt, die sich engagiert, die auch sehr auf Zusammenhalt guckt. Und das finde ich schon klasse und das beflügelt mich auch immer wieder, wenn ich sehe, dass es anderswo sehr darum zu kämpfen gilt und man das hier als Fund aus Münster mitbringen kann. Sie als gesundheitspolitische Sprecherin, wie schätzen Sie dieses Risiko, diese Gefahr einer zweiten Welle denn nun wirklich ein? Also ich schätze es schon so ein, dass wir zu einer zweiten Welle kommen. Also alle Länder, wo wir hingucken können, nehmen wir Israel, nehmen wir in Asien viele Länder, die zeigen uns, wir müssen damit rechnen. Obwohl auch in einigen dieser genannten Länder die Fallzahlen ganz, ganz weit nach unten gegangen waren, haben die trotzdem wieder einen deutlichen Anstieg sehen müssen und zum Teil ja auch ihre ganzen Lockerungen wieder zurückgenommen und so weiter. Also wir müssen uns darauf einstellen. Und wir sind am besten gerüstet, wenn wir mit einem ganz niedrigen Infektionsniveau in diese zweite Phase starten. So, und das ist eben genau das, was wir alle miteinander versuchen sollten hinzukriegen, indem wir uns möglichst risikoangemessen und achtsam verhalten. Und das kann jeder machen. Und das ist auf jeden Fall eine viel weniger eingreifende Geschichte, eine Maske zu tragen in Zügen, in Bussen, in allen Situationen, wo ich weiß, ich kann Abstand überhaupt nicht einhalten, gegenüber dem, wenn man eine wirkliche Kontaktbeschränkung wieder machen muss und einen Lockdown, wie wir das im März, April gesehen haben. Nach diesem kleinen Blick zurück, werfen wir jetzt mal einen nach vorne. Was sind denn Ihre Ziele, die Sie sich jetzt gesetzt haben in Ihrer Funktion als gesundheitspolitische Sprecherin für die kommende Zeit? Auf jeden Fall unser politisches Gewicht, was ja durch die Umfrageergebnisse doch ein viel größeres ist als zum Beispiel noch vor 4 Jahren, das so einzusetzen, dass es auf der einen Seite gerechter zugeht bei der Finanzierung unserer Gesundheitskosten, Gesundheits- und Pflegekosten. Dass es darum geht, nicht nur danach zu gucken, wie die Situation beispielsweise von Ärzten im System ist, sondern all die Berufsgruppen, die ganz, ganz wichtig sind für die gesundheitliche Versorgung am Ende. Und das sind viele Gesundheitsberufe, vom Physiotherapeuten bis hin zur Pflegekraft, dass die viel angemessener gewertschätzt werden, im System besser bezahlt werden, bessere Arbeitsbedingungen haben. Also das ist mein ganz großes Ziel und ich glaube, das ist auch eins, was mehr als dringlich ist, weil wir sehen ja, dass immer weniger Menschen bereit sind, die Arbeit im System zu tun und vor allen Dingen da auch länger zu bleiben, weil einfach die Belastung so hoch ist. Und da müssen wir
insgesamt hinschauen. Und wir müssen dabei auch sicherstellen, dass das auch finanziert wird. Also dass nicht ein Kostenargument so läuft, dass man sagt, naja, den Gehaltssprung für die Pflege, den können wir uns jetzt nicht leisten. Sondern es ist wirklich zukunftsentscheidend, dass wir ihn uns leisten und viel mehr danach gucken, was diese Berufe alles beitragen. Ich glaube, den Wert dieser Berufe, den haben wir gerade in der Zeit, die hinter uns liegt, nochmal sehr deutlich sehen können. Vielen Dank, Frau Kleinschmeink, dass Sie hier waren und für die vielen Infos, die Sie uns geliefert haben. Schön, dass Sie uns im Interview besucht haben. Danke. Ja, habe ich gerne gemacht und noch einen schönen Tag. Danke, ebenso.